Herzlich willkommen auf unserem neuesten Format Quick Tips. Da geben wir euch einfache Antworten auf einfache und schwierige Fragen rund um den Van-Ausbau und Restauration. Und heute wird die Frage beantwortet, muss ich wirklich viel Geld für Werkzeug ausgeben oder reicht es, wenn ich hier billig Werkzeug kaufe? Auf die Frage gibt es leider keine Ja- oder Nein-Antwort. Es hängt davon ab, was wollt ihr? Für die meisten Hobbyschrauber reicht Hobbywerkzeug. Aber es gibt so ein paar Sachen, da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr Geld für ausgeben. Wie zum Beispiel eine gute Flex. Die sind nämlich gar nicht so teuer. Aber wenn ihr da einfach ein Fuffi mehr ausgibt, dann könnt ihr hier die Geschwindigkeit einstellen. Sie vibriert nicht so und alles ist ein bisschen entspannter. Und wie sieht's mit einem Exzenterschleifer aus? Bei einem Exzenterschleifer, wenn ich Lackarbeiten mache, würde ich nie mehr sparen. Aber das hier sind ja bekanntlicherweise Quick Tips. Also ich kann jetzt nicht auf jedes Werkzeug eingehen. Gibt's eine Grundregel? Ja, die gibt es. Es gibt einen Grund, wieso günstiges Werkzeug günstig ist. Es ist günstig gebaut, die Komponenten sind nicht so gut und daher arbeitet es meistens nicht so gut. Das musste ich an eigenem Leibe erleben. Alles, was ich gekauft habe, was wirklich günstig war, ich rede nicht über Mittelklasse, ich rede über günstig, ist im Rahmen der Restauration kaputt gegangen. Als Grundregel kann ich euch mit auf den Weg geben, wenn ihr Hobbyschrauber seid oder gerne euren Camper ausbaut. Wer billig kauft, kauft zweimal und wer die Mittelklasse, wie zum Beispiel Bosch Professional holt, der reitet damit eine ganz schöne Weile sicher und gut. Nun seid ihr in der Reihe. Schreibt in die Kommentare, welchen Quick-Tipp wir als nächstes machen sollen. Peace out und stay wild.